Schock in Bad Hersfeld. Der Starintendant der Bad Hersfelder Festspiele, Dieter Wedel, ist zurückgetreten. Grund dafür sind anhaltende Vorwürfe, er habe mehrere Schauspielerinnen sexuell missbraucht. Laut einer Sprecherin befindet sich Wedel aktuell im Krankenhaus. Die letzten Tage hätten ihm gesundheitlich sehr zugesetzt. Der 75-Jährige hatte eine Herzattacke. Bad Hersfelds Bürgermeister Thomas Fehling ist tief betroffen. Es ist schon eine starke Betroffenheit. Ja, also das kann ich sagen. Genaueres, ich bin kein Arzt und kann das nicht diagnostizieren. Aber wenn er sich in ärztliche Behandlung begibt und im Moment im Krankenhaus ist, glaube ich, ist das kein sehr gutes Zeichen. In einer Stellungnahme sprach Wedel von einem Klima der Vorverurteilungen. Er habe den Kampf um seine Reputation nicht gewinnen können. Weder mit rechtlichen Schritten noch mit medialen Stellungnahmen. Im Gegenteil, Wedel sieht sich sogar Erpressungen ausgeliefert. Im Rathaus wollte man die Vorwürfe nicht kommentieren. Stattdessen hob Fehling die gute Zusammenarbeit hervor. Dieter Wedel hat hier in den 3 Jahren eine ganz hervorragende Arbeit geleistet, hat die Festspiele wieder nach vorne gebracht, hat sie qualitativ weiterentwickelt, hat hier Strukturen aufgebaut, die sehr professionell sind. Also genau das, was wir von ihm erhofft haben. Nun stellt sich die Frage, können die Bad Hersfelder Festspiele in diesem Jahr stattfinden? Ja. Der Magistrat hat eben gerade beschlossen, der Empfehlung von Herrn Wedel zu folgen und Jörn Hinkel mit den Aufgaben zu betrauen. Es gab ein einstimmiges Votum im Magistrat, also Jörn Hinkel genießt unser Vertrauen und wir drücken ihm die Daumen, dass er diese große Aufgabe gestemmt bekommt. Wir werden ihn auch aktiv dabei unterstützen, wo wir können und da sind wir sehr zuversichtlich, dass es eine gute Saison geben wird. Osthessen News. Sehen, was bewegt.